Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's-Test-Projekt, nennen wir das jetzt einfach mal, von Valerius und mir hier, Visera Cleanup Detail. Wir gucken mal, wie viele Folgen das schlussendlich werden. Joa. Ja, wir haben uns mal gedacht, wir wollen auch mal andere Jobs ausprobieren, die nicht jeder so gern macht. Und naja, wir sind vor Ort bei einem Tatort. Naja, hier wurde auf jeden Fall ziemlich geballert und geschossen. Es ist blutig und dreckig. Unsere Aufgabe ist es hier, den ganzen Saustall mal ein bisschen hier aufzuräumen. Valerius ist hier schon dabei, die ganze Grütze, hat irgendjemand in die Ecke gekotzt. Ja Mann, ich hab's auch schon wieder dreckig. Guck mal hier. Ich mach's wieder ein bisschen dreckig hier. Und ich weiß gar nicht, wie oft man den Wischer verwenden kann, bevor er dann auch dreckig wird. Auf jeden Fall weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall wird er dann mit der Zeit dreckig. Oh, ja, jetzt ist es soweit. Ich hol mal einen Eimer. Holst du mal einen Eimer? Am besten nehmen wir direkt mehrere mit. Stimmt, das ist eine gute Idee. Hier hinten, vielleicht sollten wir den mal duplizieren oder so. Ach so, ja, Moment. Ach, wir brauchen gar keinen neuen, oder? Du kannst einfach draufdrücken. Nee, dann kommt doch... Oh, jetzt habe ich die Maschine dreckig gemacht. Ah ja, da ist er doch. Sehr schön, dann nehmen wir den einfach mal mit. Fangen jetzt ganz hinten an. So, wir wollen es ja sauber machen, ne, in eine Ecke erstmal. Genau. So gehört sich das. So, dann zack. Stellen wir den schön ab, hier irgendwo, wo es ein bisschen sauber ist. So, ich mach mal sauber hier. Ja. So, wenn man sich die Missionsbeschreibung mal durchliest, ja, das habe ich mal gemacht. Ach, das hast du getan? Ja, ich habe einfach mal kurz reingeguckt. Ja. Ich wollte ja wissen, was hier vorgefallen ist, ja, das interessiert mich ja auch an meinem Job. Ja, ja, natürlich. Ich meine, ich reinige hier Tag für Tag, reinige ich hier die Kacke und, naja, Gedärme und so, da will man schon wissen, was los ist. So ist es. So, schlecht bezahlt wird man auch noch, es ist einfach nicht schön. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht in der Suppe rumlatschen. Was war das? Machst du das? Ich glaube nicht, nee. Weil ansonsten haben wir Blut an den Füßen, das ist auch nicht so ganz so... Ne, dann brauchen wir lange, bis das ganze Zeug überhaupt kommt. Ja. Wir entsorgen die beiden Kollegen mal hier hinten. Alles klar, dann nehmen wir die mal mit. So, was ist hier passiert? Das ist eine Forschungsstation, ja, für Bio-Sachen. Bäh. So, hier können sie rein. Ja, junger Mann. Oh. Huch. So, rein damit. Alter, warum kann ich den nehmen das mal? Ja, sehr gut, das ist lieb. So, hier hinten ist noch was. Das Problem ist, du hast jetzt jede Menge Dreck hinterlassen. Also, wir müssen aufpassen, dass wir da wirklich nicht durchs Blut durchrennen. Das stimmt natürlich. So. Man muss hier echt so ein bisschen strategisch vorgehen. Ja. Zack. Sonst machen wir nur alles wieder schlimmer. Oh. So, das ist hier. Oh. Das brennt noch ein bisschen. Kannst du nochmal aufmachen? Ja, ich mache auf. Ja. Oh. Huch, nee. Ich glaube, du hast das Ding in der Hand. Stimmt, ja, komisch. So. Ja. Hep. So. Sieht gut aus. Lassen wir mal offen. Ja, lassen wir offen. Also hier wurde irgendwas gezüchtet, so Bio-Kram, so Pflanzen. Ach so. Und, ja. So ein bisschen Half-Life-mäßig. Wahrscheinlich waren das dann irgendwie so fleischfressende Pflanzen, die gentechnisch mutiert sind und das ganze Personal aufgefressen haben. Das kann sein. Das wird höchstwahrscheinlich so sein. Da hier liegt auch noch einer. Kräftig bist du. Das Problem ist, jetzt ist der Boden schon so dreckig, dass wir fast nicht mehr durchrennen können, ohne dass... Nee, das stimmt. Aber wichtig ist, dass wir halt erstmal den Großkram, glaube ich, wegschmeißen. Ih, der ist wieder rausgefallen. Echt? Ja, rein mit dir. So, hier ist das letzte Teil. So. Weil die verursachen ganz schön Kram und Dreck. Aber hier ist auch so Kleinkram. Das müssen wir, glaube ich, auch alles mitnehmen. So, hier im Speiseröhren oder so. Bäh. Mist. Rein damit, Kollege. Rein damit. So. Mann, ist das ein Drecksjob. Ja, dann nehmen wir den Wischmopp wieder in die Hand. Sehr gut. Ich sortiere hier mal ein bisschen Kleinkram noch weg. Weil du magst es nicht glauben, aber dieser Kleinkram, wenn du den mal irgendwo fallen lässt, dann saut der wieder alles ein. Ach, diese kleinen Röhren oder so. Ja, ja.
Oh, ich weiß auch nicht, ja, was das hier ist. What a load? Disposal Bins? Ach! Was ist das denn? Ah, ich kann da rein tun, oder? Reinschmeißen. Ach, guck mal. Hätte ich gar nicht so weit laufen müssen. Klasse. Also wir sind hier mit jede Menge Hightech ausgestattet. Wir sind natürlich vom Fach, das haben wir alles gewusst. So ist es. Das ist aber ganz schön auch viele verschiedene Farben hier, der Dreck. Also, ja, ja, alles was grün ist, müssen irgendwelche Pflanzen gewesen sein. Ja. Oh, jetzt... Muss ich jetzt hier echt jede Patrone einzeln entsorgen? Das gibt's doch nicht. Nee, ich glaube nicht, oder? Doch, ich glaube ja. Patronen auch? Ja, ja, die hinten in der Ecke. Oh, hier liegt noch was. Ach, ich finde, das machen wir gut, so ganz strategisch. Ja, es kommt langsam. Von A nach B. So, jetzt hier einfach nicht mehr mit dreckigen Füßen durchlaufen, ne? Sonst, Genau, sonst sind 0, nichts, alles wieder. Hier ist auf die Wand noch. So, ist hier noch was? Nee. Müssen wir diese Cola-Dosen auch wegmachen? Nee, ich glaube nicht. Man kann generell einfach alles mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir das wegmachen. Ich glaube auch nicht, dass das unser Job ist. Aufräumen müssen wir ja nicht. Genau. Das kann jemand anders machen dann. Oh. Das kann. So, hier ist der Eimer noch okay. Ich guck mal. Scheint so. So. Ich glaube, der Eimer hier, der ist nicht mehr gut. Ich werde den einfach mal entsorgen. Mach das mal, mach das mal. Oh, ich folge dir mal. Ich will mal gucken, wie du das machst. Ich werde den jetzt einfach hier in den Ofen reinpacken. Ich hoffe, das kriegt einfach einen neuen. Ach, das ist auch gut. Hier bei der Ofen. Maschine. Nicht schlecht. Ja, hat doch gut geklappt. Perfekt. So, hier ist jede Menge Blut noch. Da haben wir echt eine Sauerei gemacht. Mann, 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 ist das hier eine... So, ich stehe den einfach wieder hier hin. Sehr gut. So, ich bin zum Glück nirgendwo reingetreten. Das heißt, ich mache keine Spuren. Ich glaube irgendwie, man muss auch aufpassen, dass man den Eimer nicht... Genau. Das ist nämlich das passiert, was ich befürchtet habe. Ich den Eimer ausgetreten. Oh. So, dann schmeißen wir den wieder in den Ofen rein. Es gibt ja so eine nette Serie im deutschen Fernsehen. Glaube ich, die heißt der Tatortreiniger. Echt? Mhm, die ist ganz lustig. Ja, das ist etwas, was ich... Wo läuft denn das? Ich glaube auf ARD oder so. Ah, im Öffentlichen dann, ne? Mhm, genau. So, was ist denn das hier für ein Mist? Ist das auch Müll? Scheinbar. So. Also hier ist auch noch was passiert. Was ist das denn hier? Das sieht schon ziemlich cool aus irgendwie. Bäh. Was? Achso, ja, das ist cool. Warte mal, pass mal auf. Ich mach Play. Mach mal Mucke an, genau. Yeah. Naja. Na, ich mach mal hier ein bisschen Stimmungsmucke. So, ich starte mal die Disc von Anfang an. Ja. So. Klasse. Auf geht's. So kann man doch schon direkt viel, viel besser arbeiten. Ach Jungs, was habt ihr denn hier gemacht? Aber echt, hier. Mensch. Och, jetzt muss ich den... Ach, das ist ungünstig. Jetzt muss ich den Typen durch das ganze saubere Zeug wieder tragen. Solange du ihn trägst, das spielt keine Rolle. Gut. Ich hoffe, ich renne auch nirgendwo gegen. Oh, ja. Da bist du einmal rangekommen. Weg mit dir. So. Entsorgt. Jetzt räumen wir auch den nächsten weg. Ach, aber der Zapfenfall stellt immer ein bisschen im Weg, ne? Dann nimmst du den mit? Ich nehme ihn mit. Den Kollegen. Ja, dann nehme ich das Kleinzeug. Ach, der wackelt so nett mit dem Kopf. Du hast wieder Blut an den Füßen, glaube ich. Wie? Oh, ach Mist. Da weiß ich auch nicht, wann das... warte mal. Habe ich Blut an den Füßen? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Hab ich schon abgetreten. Oder bin ich das? Ah, das bist du. Stimmt, ich bin das. Naja, nicht so schlimm. Putzen wir hinterher. Ja. So, das Problem ist, ich muss auch den ganzen... Ich sammle mal den ganzen Kleinkram hier wieder auf.
Ja, ich glaube, das ist ganz sinnvoll, wenn wir das als erstes wegmachen. Weil das Problem ist, wenn man da einfach langwischt, so ganz radikal, dann... Dann wird es eh wieder dreckig. Ja, das ist richtig gute Musik zum Putzen. Auf jeden Fall. Ein netter Arbeitsalltag. Ja, so ist es. Ich meine, ne, man braucht schon ein langweiliges Büro, wenn man hier die absolute Party haben kann. Mit Würstchen. Ja, fehlt. So. Ich putze mal ein bisschen hinterher. Sind diese Patronen dreckig? Ne, die sind nicht dreckig. So. Sehr schön. Kann man hier auch machen? Ach Mensch, der Soundtrack wird ja immer besser. Aufgeschlossen. Oh nein, nein! Oh. Was passiert? Ich hab den Eimer umgehauen. Ah, das ist nicht gut. Da musst du dir, glaube ich, einen neuen holen. Fuibar. So, ich entsorge den Eimer. So. Ich versuche das in der Zwischenzeit wieder wegzumachen. Sehr gut, ich hole mal einen neuen Eimer. Neues Eimerchen. So, ja, hier hinten sieht es schon wieder ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Tja, wir haben jetzt das Problem, hier ist... Naja, ein Gebein rausgekommen. So, jetzt aber. Ich hab einen neuen Eimer. So. Ja, hier sind tatsächlich noch die Gebeine, die rumliegen. Vielleicht sollten wir auch mal... neuen Container? War das nicht? Das vielleicht sterben lassen? Geht das? Ach, das wäre natürlich. So, und wir sind jetzt... Oh, nein, das war nicht gut. Nee, das war nicht gut. Ihhh! Mann! Das gibt's doch nicht. Ach, jetzt ist der ganze Kack hier wieder. Wie hast du gesagt, kann man das Ding drehen? Die rechte Maus, linke Maustaste gedrückt halten und dann kann man das ein bisschen, justieren. So. Na klasse, jetzt müssen wir das ganze Zeug wieder einpacken. Ach, Mann, Mann, Mann. Es hat schon richtig. Na! Ja, jetzt bleibt die Speiseröhre hier in dem Behälter hängen, das gibt's ja nicht. Also es sieht echt einfacher aus, als es im Endeffekt ist. Oh Mist. So. Mein Eimer auch schon wieder voll? Nee, noch nicht. Dann so. Ich bin hier wieder weg. Ach, ist auch Sauerei. So. So, jetzt muss man echt aufpassen, ne? Dass man nicht gegen irgendwas gegenläuft. Dann ist der ganze Rotz wieder dreckig. Ich werde mal hier meinen Eimer leeren. Okay. Oh. Man kommt da auch nicht mehr an den Ofen ran, ohne dass man da die Füße kriegt. Ach Mist, jetzt kommt kein neuer Eimer mehr raus. Ach, das gibt's doch nicht. Sondern nur so Gedärmzeug. Jetzt habe ich den. Ach. Ach nee, ist noch sauber, okay. Komm rein da. Ich habe hier einen USB-Stick gefunden. Und bringt der was? Kann ich den reinstecken? Nee, scheinbar nicht. So, auf der anderen Seite kommt noch ein Eimer. Das ist schön. So, dann. Weiter geht's. Ist hier hinten jetzt alles sauber? Ich hoffe. Das sieht ganz gut aus. So. Vielleicht sollten wir auch den ganzen Kram mitnehmen. Welchen Kram? Obwohl, nee, die dreckigen Behälter brauchen wir ja nicht mehr. Naja, ach, wir kriegen das schon hin, Stück für Stück. Genau. Wir werden nicht drumherum kommen, dass wir irgendwann wieder was dreckig machen. Aber das kann man dann ja fix. Oh. Wir müssen einfach gucken, dass wir zumindest erstmal das Zeug aufsammeln. So, hier liegen nämlich noch überall Leichenteile rum. Ich mach den Ofen mal von der anderen Seite auf. Ach. Von beiden Seiten geht er auf. Ja. Ist ja unfassbar.
So. Na, ich schmeiß auch mal den ganzen Kleinkram, schmeiß ich da auch mal rein. Ja, das ist eine gute Idee. Ist ein bisschen weiter weg. Ein bisschen näher dran. So. Oh, hier liegt was. Hier ist ein Zettel. Von Herbert Fick. Arboriculturist. Every day it's the same Mortis Mortis. I didn't take this assignment just so I could make mutated alien plant species. I had hoped to make new exotic forms of recreational bonsai Stephylius fraxius. But all I seem to get funding for is more dangerous plant life, each one more deadly than the next. I'm putting in a petition to get reassigned. Maybe I can get my old job back. Working with radioactive Brussels sprouts was safer than this shit. Bäh. Klasse, ne? Ich würde sagen, den ist vom Jahr 2184. Den nehmen wir uns doch mal auf, den ich lege ihn einfach mal hin. Ist gut. Ja, selbst schuld. Ja. Wenn man hier außerirdische Pflanzen züchten will. Das stimmt. Man kann auch einheimische Pflanzen züchten, die finde ich auch aggressiv sind. Oh, das ist der die armen heimischen Pflanzen nehmen denen ihre Jobs weg. So, der eine Eimer ist zum Glück noch nicht voll. Können wir noch ein bisschen weiter mischen? Ja, der hintere. Oh, soll ich den mal mitnehmen? Hier ist noch mal. Ach nee, jetzt ist er blutig. Der hintere? Nee, der vordere ist blutig. Ne, der hintere jetzt auch. Ich hole mal einen neuen Eimer. Stimmt, ja, jetzt ist er blutig. Ja, dann werde ich direkt einfach mal entsorgen. Beide. Sehr gut. Ich habe schon mal einen neuen. Ja. Am besten bringst du direkt zwei. Ich hole den nächsten. So, mal von der anderen Seite. So, die Eimer sind weg. Sehr gut. So. Zack. Perfekt. Sehr schön. So, weiter geht's. Ah, hier hinten ist, glaube ich, jetzt wirklich, ne? Ja, ich würde auch sagen, bis zu dem Punkt haben wir es echt eigentlich gut. Ganz gut aus. Liegen auch keine Leichenteile mehr rum, glaube ich zumindest. Oh. Und hier die Ecke noch und die Wand natürlich. Ich glaube, die Wand ist immer gut, wenn man das relativ früh macht, weil... Die kann auch nicht so schnell wieder dreckig werden. Das stimmt, ja. Das hat man eigentlich schnell hinter sich. Genau. Oh, hier liegt noch was. So, und ich glaube, der Bereich um den Ofen, der wird... Ach, jetzt ist der nächste Eimer schon wieder blutig. Mann, geht das schnell. Dann nimm den anderen. Wobei der wahrscheinlich auch gleich blutig ist. Oh. Vermutlich. Er hält noch ein bisschen. Guck mal, da oben, da kommen wir irgendwie nur schwer hin. Da müssen wir, glaube ich, nachher irgendwie da hochkommen. Tatsache, ne? Aber hier sind auch ein paar... Okay, jetzt ist er auch blutig. Ich hole mal neue Eimer. Jo. Ich entsorg die Alten. Kommt wieder Dreck hier raus. Weg damit. Das ist random? Das ist jetzt so die Frage, ne? Ich glaube, das ist random. So, Nummer 1. Sehr schön. Hier vom Ofen ist es auch sauber. Sehr schön. Und hier kommt der zweite. So. Ja, klasse. Mensch, wir sollten eine Gehaltserhöhung kriegen. Ich würde auch sagen, ne? Dann müssen wir direkt nach dem Level mal beim Chef vorbeigucken. Ist ja jetzt nicht die ungefährlichste Arbeit. Wer weiß, ob hier noch irgendwelche fleischfressenden Pflanzen leben. Das stimmt. Oh, hier hinten. Ich kümmere mich mal um die Kollegen. Ja. Hier hinten, das ist ja... Vermutlich werde ich da wieder ein bisschen Dreck machen. Komme ich vermutlich nicht umhin. Ja, ich putze dann hinter dir auf, ne? Sehr schön. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. So. Da oben ist noch eine Kamera. Kann man die nicht irgendwie angucken? Das wäre irgendwie interessant zu sehen, was denn hier genau passiert ist. Das stimmt, das wäre echt interessant.